Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einer ganz speziellen Challenge. Diesmal an Bord habe ich mir wieder den Underwater Frank geholt. Hallo Underwater Frank. Ja, hallo liebe YouTuber und herzlich willkommen zu dieser besonderen Challenge. Ja, nähere Informationen zu dieser Challenge gibt euch jetzt gleich nochmal der Avatar. Genau. Also, wir haben uns eine ganz, ganz besondere Challenge für euch ausgedacht. Warum für euch? Ganz klar, weil wir gesagt haben, wir bestreiten, also der Underwater Frank und ich, wir bestreiten jetzt eine Challenge. Die Challenge lautet, wer innerhalb von einer Stunde die meisten Unique-Fische, also Unique-Forellen fängt, der hat gewonnen und der Verlierer, meine Freunde, hört gut zu, muss einen Key ausgeben. Und da wir gerade Trials Fusion spielen und das Spiel wirklich viel Spaß machen, haben wir uns überlegt, in einem Gewinnspiel oder in einer Art Gewinnspiel, der Verlierer spendiert unseren Zuschauern einen Trials Fusion Season Pass, mit dem es euch ermöglicht wird, ein Jahr lang kostenlos alle DLCs, die es bisher gibt und geben wird, zu Trials Fusion herunterzuladen. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Die ist jetzt weder von Fishing Planet oder so geplant, sondern einfach nur von uns beiden für euch. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir an dieser Challenge. Und was ihr dafür tun müsst, das sagen wir euch nämlich jetzt. Um euch zu qualifizieren, an diesem Gewinnspiel teilnehmen oder damit ihr daran teilnehmen dürft, müsst ihr in den Kommentaren, egal ob beim Frank oder bei mir, schreiben einmalig I love Fishing Planet. Ja? Also ihr müsst einen Kommentar abgeben mit dem Wort I love Fishing Planet. In jedem Video von Underwater Frank oder von mir findet ihr eine E-Mail-Adresse. Ich sage diese euch aber jetzt auch schon mal. Das ist fp-gewinnspiel@uni.de. Der Einsendeschluss, ich weiß nicht, den hatte der Underwater Frank errechnet, den sagt er mir jetzt noch mal eben schnell, ist wann? Genau, Genau. also am 3. Juli um 0 Uhr, also am Ende des Tages des 3. Juli, ist der Einsendeschluss und am 4. Juli wollen wir dann diesen Code verlosen. Also wir werden das, oder der Underwater Frank wird das wahrscheinlich machen und teilt dann vielleicht das Video mit mir. Keine Ahnung, wie wir es machen. Auf jeden Fall gibt es ja eine Seite, da kann er dann mit seiner Software aufzeichnen, wie er gerade den Code zieht. Ja, und also das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Fakt ist nur ganz einfach, um an unser Gewinnspiel teilzunehmen, ist, ihr müsst beim Frank auf dem Kanal und bei mir auf dem Kanal die Unique-Fische zählen, die wir jetzt innerhalb der nächsten 4 Folgen der Challenge fangen werden. Ja, wir werden nochmal ein separates Video machen, wo wir dann später alles auflisten, wie viel wirklich gefangen worden ist, damit ihr es auch seht. Allerdings ohne, dass ihr das vorher seht, weil dann könnt ihr ja einfach die Zahl ablesen. Ja, also Fakt ist, ihr müsst einen Kommentar schreiben zu diesem Video, ja, I Love Fishing Planet. Somit seid ihr schon mal teilqualifiziert und dann sendet ihr die richtige Antwort und euer YouTube-Name, das ist sehr, sehr wichtig, an die eingeblendete E-Mail-Adresse, die wir euch immer und immer wieder einblenden werden im Laufe des Videos. Wir können die auch nochmal in die Beschreibung schreiben. Das sollte alles kein Problem sein. Wenn ihr Lust habt auf einen Key zum Season Pass zu Trials Fusion, dann dürft ihr gerne mitmachen. Wir würden uns auch so freuen, wenn ihr sonst auch mitmacht. Auch wenn ihr den Key nicht wirklich gebrauchen könnt oder ihr spendet den wieder weiter, wie ihr das möchtet. Jedenfalls geht es jetzt darum, wer innerhalb von einer Stunde, also zwischen Frank und mir, ja, die meisten Unique-Forellen fängt. Und dazu haben wir uns ausgesucht Colorado. Die Regeln nochmal ganz klar sind: alles ist erlaubt, also er darf mit jedem Köder, mit jeder Angel, mit jeder Rute darf er versuchen zu fangen. Er wird nicht sehen, wie ich fische, ich werde nicht sehen, wie er fischt, nur später natürlich in den Videos, aber dann ist es ja zu spät. Es geht einfach nur darum, wir sagen auch nicht so, ich habe jetzt wieder einen, ich habe jetzt wieder einen.
Frank, das ist wichtig für Ja, uns, ne? Wir ja. behalten das jetzt einfach mal für uns und am Ende der 4 Folgen, die jetzt jeweils immer nur 15 Minuten gehen, sehen wir dann, wer die meisten Forellen gefangen hat. Gut, Genau. ich würde sagen, das sollte soweit eigentlich geklärt sein. Und von mir aus steht jetzt nichts mehr im Wege, dass wir jetzt definitiv mit der Challenge anfangen. Wir lassen den Chat aber auch an, werden uns im Chat jetzt nochmal begrüßen. Nicht, dass er meint, wir sind jetzt blöd, damit ihr seht, dass wir wirklich jetzt auch gegeneinander angeln sind, ne? Und nicht der eine schneidet jetzt ein Video da rein und so. Also das werdet ihr jetzt gleich alles am See im Chat sehen. Sollen wir noch irgendwelche Regeln für uns generell aufsetzen bezüglich der Uhrzeiten, dass wir nicht vordrehen dürfen oder sonst was? Oder sollen wir vordrehen dürfen? Ist das erlaubt? Ist das nicht erlaubt? Was würdest du vorschlagen? Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir ja erstmal jetzt um 5 zum Beispiel direkt anfangen und dass wir dann gemeinsam vielleicht sagen, wenn es jetzt um 8 ist, wobei denn die Stunde schon ziemlich weit fortgeschritten ist, erstmal bis um 8 würde ich sagen, angeln wir erstmal alle von 5 bis um 8. Und ja, und wenn wir denn die Zeit nochmal ändern wollen, dann sprechen wir das nochmal gemeinsam ab. Also ich persönlich wäre dafür, die Zeit gar nicht vorzudrehen, aber wie gesagt, das ist natürlich eine Diskussion, die man machen kann. Die können wir dann später im Laufe des Videos führen. Wir haben gesagt, Colorado, ne, ist ja richtig, ne? Habe ich Genau. jetzt richtig ausgewählt? Colorado, genau. Also meine Freunde, es geht denn jetzt los. Wir reisen jetzt dahin und fangen dann auch direkt an. Wenn ihr jetzt teilnehmen wollt, dann bitte I Love Fishing Planet in den Kommentaren. Verfolgt, wie viele Unique-Fische wir gefangen haben. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß und unser Kampf beginnt jetzt. Ich reise jetzt dorthin. Ja, ich habe auch auf Reisen gedrückt. Ja, ich habe mich schon wieder vorklickt, ne? Ist ja wie immer, aber das macht ja nichts. Oh, und die Eule brüllt mir Ja, wieder ins Ohr. die wird bei mir auch gleich kommen. Jeder Platz ist erlaubt, hast du gesagt, ne? Ja, einfach da, wo du denkst, also wir wollten ja am Dings angeln wieder, ne, an dem großen Ach See, so, denke okay, ich, ne? dann müssen wir jetzt Fnatic Fishing, ne? Haben wir Genau, gesagt, ne? genau. Aber ich Okay. bin gerade noch im Ladebildschirm. Ja, ich auch. Das dauert noch einen Moment. So, ich wäre jetzt schon da. Bei mir lädt er Ich noch. schreibe jetzt auch in den Chat jetzt gleich, damit ihr seht. So, Fnatic. Genau. So, ich bin jetzt gleich da. So, ich bin da. Moment, ich schreibe dir gerade mal. Ja. Warte mal, mein Hut. Ah, jetzt. So, ich habe dir gerade geschrieben, ja. Ja, ich schreibe auch noch mal. Und ihr seht ja aber auch schon hier im Chat, Underwater Frank ist joined, ne? Er schreibt Genau. Hallo Avatar. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt viel, viel Spaß, Frank. Ja, Du danke. hast die Zeit im Auge. Wir Ich hab. teilen die Folgen natürlich jetzt in 4 Tagen und 15 Minuten auf. Genau. Es soll ja ein bisschen Spannung sein. Genau. Und ja, ich würde sagen, dann gut Glück, ne? Und Ja, leg los. dann fangen wir mal an. Du darfst ja erzählen, reden, was du Ja, na möchtest, nur klar, na halt klar. nicht, was du jetzt so Genau, Tolles an was war. Fisch fängst, ne? Genau. Ich lasse jetzt auch ganz bewusst den Chat. Ah nee, normalerweise wäre es jetzt noch besser, wenn wir den Chat jetzt auch noch ausblenden würden, weil sonst sehe ich ja, was du gefangen hast, weißt Ja, du? das ist richtig. Wollen wir ihn Müssen wir, ausblenden? sind so, ja, können wir machen. Ich blende den jetzt aus. Also die Zuschauer haben es ja gesehen, dass wir jetzt da sind. Dann blende ich ihn auch aus. Genau. Weil sonst wäre es ja wirklich unsinnig, ne? Genau. Grafik ist wieder wunderschön. Ja. Übrigens, die Eule, die jetzt am Anfang so laut war, die wird mit dem nächsten Patch rausgepatcht. Das haben die Ich Entwickler hoffe schon es. mitgeteilt. Ich hoffe es. Also als ich das erste Mal hier an dem See gewesen bin und ich habe schon immer die anderen Seen, die haben also meinem Empfinden nach immer ganz, ganz wenig Sound und ich habe den Sound richtig laut gedreht und bin das erste Mal hier hingereist, habe vergessen, dass du gesagt hast, dreh deinen Sound bloß leiser und mir sind bald die Ohren weggeflogen, ne? Ja. Also das war wirklich eine Katastrophe. Und ich habe wirklich gedacht, mein lieber Onkel Otto, was ist hier los? Aber wie gesagt, man kann ja nicht alles haben im Leben, ne? Nö, ist richtig. Neues Wie Headset muss gesagt, sein. bin echt gespannt, wenn jetzt der Patch nächste Woche kommen soll, was der noch alles bringt, was da jetzt noch in dem Changelog drin steht.
Aber die haben den doch jetzt zweimal schon verschoben, oder wie verstehe ich das? Ja, die wollten ja eigentlich diese Woche bringen und haben den jetzt erstmal auf nächste Woche verschoben. Ja gut, Also. okay. Aber derzeit, es gab ja auch, wir haben uns ja gestern schon mal darüber unterhalten, auch einen Patch in Dafte. DarfTales. Also wie gesagt, wir wollen ja jetzt nicht sagen, gut oder schlecht das Spiel. Da haben wir ja gesagt, wir bleiben objektiv bei beiden. Aber die ersten Eindrücke zu dem Patch, die werden sich ja sicherlich nochmal ändern. Aber wie sind denn da generell deine Eindrücke? Ja, also Dafte Games Fishing, die haben auf jeden Fall jetzt schon, sag ich mal, wenn man das jetzt mit den anderen Phasen vergleicht, schon eine Menge Content gebracht. Also es gibt jetzt halt einen Tackle-Shop, es gibt einen Tackle-Box, wo man dann seine Ausrüstung anpassen kann. Klar, es gibt noch einige Bugs, zum Beispiel wenn man jetzt das Bait, also den Köder ändert am See, dann ist das bei einigen sehr buggy. Ja, also ist auch schade, fand ich. Die haben das auf 30 Frames jetzt limitiert. Ja. Aber ansonsten, also der neue See gefällt mir eigentlich ganz gut, der Sir John's Lake. Und macht auch Spaß. Das mit dem Kescher ist halt auch wirklich eine Be Gewöhnungs-, ja, Ansicht, Eine Gewöhnungsfrage, ne? Gewöhnungsfrage, Also, ja. genau. Aber ansonsten, gut, Multiplayer ist jetzt nur am Trainings Lake. Das ist auch noch ein bisschen schade, dass der im neuen See noch nicht ist. Und er ist halt auch auf 5 Leute limitiert. Ja, wie gesagt, ansonsten, ich bin erstmal so weit, erstmal, ja, angetan, auch wegen den Bossfischen. Dass man halt wirklich da noch eine Herausforderung hat oder sag ich mal, wenn man mal einen angelt, dass man dann halt was Besonderes geangelt hat. Aber ansonsten finde ich, ist Fishing Planet bisher immer noch wesentlich umfangreicher. So ähnlich sehe ich es auch. Also wie gesagt, du hast mir ja gesagt, jetzt am Montag kommt schon direkt ein temporärer Hotfix, kann man ja schon fast sagen, zum Multiplayer in DarfTales. Zumindest, dass da der Chat eingeführt wird. Weil jetzt ist es in meiner Meinung nach ziemlich sinnlos, da am See zu stehen. Man sieht sich zwar alles und so weiter und so fort, aber man weiß weder, wie viele Fische der eine gefangen hat, man weiß nicht, wie der heißt, weil es werden überhaupt gar keine Namen eingeblendet und man kann gar nicht kommunizieren, ne? Nee, das ist ein bisschen Und das schade. finde ich ein wenig schade. Und das würde ich mir wünschen, dass das noch schnell gefixt wird, ne? Und wie gesagt, die Aufnahme dort in dem Spiel ist jetzt nicht mehr so ganz leicht, jetzt wo die ganzen FPS und alles limitiert sind. Das macht sich auf die Qualität wirklich bemerkbar, ne? Ja. Also. Ja, wie gesagt, man sieht halt auch so ein bisschen so das Flackern und so ein bisschen, dass es halt wirklich jetzt, ja, noch nicht wirklich scharf ist, beziehungsweise das Anti-Aliasing fehlt ja auch noch meiner Sicht, dass man das so ein bisschen alles nochmal glättet, beziehungsweise da nochmal einen Filter rüberlegt oder so. Ich meine, ich bin ja froh, dass jetzt mittlerweile V-Sync drin ist, weil ich hatte vorher immer mit dem Tearing zu kämpfen. Ja. Aber ansonsten, wie gefällt dir der neue St. Jones Lake generell so? Also der gefällt mir richtig gut, der ist auch schön groß. Klar, es gibt ab und zu mal ein paar, sag ich mal, ja, unsichtbare Barrieren, wo man nicht durchkommt. Aber ansonsten finde ich den wirklich sehr schön, sehr groß. Klar, ein Tag- und Nachtwechsel wird jetzt noch schön sein, ne? Aber ist auf jeden Fall wesentlich schöner, also finde ich, und abwechslungsreicher als der alte See, ne? Der ist ja auch wesentlich kleiner. Und die haben ja jetzt auch einen Shop sozusagen gebunden ins Spiel. Wie findest du den Shop an sich, den Aufbau und generell den? Ja, Also. also man hat bisher nicht, also man hat keine Bilder bisher. Ist halt noch ein, man ist schon recht umfangreich, also man kann schon eine Menge freischalten. Auf jeden Fall schön, dass man sich da ein bisschen individuell anpassen kann. Aber ansonsten die Bilder fehlen natürlich noch und alles, ne? Also da ist Fishing Planet schon wesentlich weiter, ne? Also ich finde definitiv, dass beide Fische, ach beide Fische, sag schon, beide Simulatoren nebeneinander wirklich eine gute Figur abgeben können und nicht der eine den anderen ins Gehege kommt. Wobei man ganz klar auch sagen muss, also es wird jetzt keiner das Rad neu erfinden von den beiden. Ne? Die werden sich jetzt gegenseitig, wenn die sehen, aha, damit hat das Spiel Erfolg, dann wird man das wahrscheinlich in umgewandelter Form auch einbinden, ne? Aber ich weiß nicht, ich würde sogar fast sagen, das ist ein bisschen legitim so, ne? Ja, klar. Also es ist ja wirklich, sie bedienen halt beide das gleiche Genre. Und Daftier Games will auf jeden Fall auch den Multiplayer, sag ich mal, auch in Vordergrund stellen, dass man sich halt gegenseitig sieht, dass man sich beobachten kann.
Was jetzt noch bei Fishing Planet erstmal abzuwarten ist, wie der Multiplayer jetzt umgesetzt wird, ob es jetzt bei diesem Chat bleibt oder ob man wenigstens auf dem Boot sich zusammen angucken kann oder beim Duell, ob man dann wenigstens, sag ich mal, instanziert, sag ich mal, privat da reingeht. Das wird man alles sehen, wie Fishing Planet das umsetzen wird. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich bin sehr gespannt auf die Open Beta im Juli. Ja, bin sehr gespannt, wie das denn abgeht, ne? Also. Aber ich denke auch mal, wenn man jetzt mal einen Kurzvergleich zieht, also jetzt, wir wollen nicht bewerten, sondern vergleichen, Dovetail Games Fishing zu Fishing Planet, im Grunde genommen bauen doch die Spiele, zumindest vom Content her, auf selbe System, denn beide wollen viele Seen den Anglern zugänglich machen und sagen, okay, ihr könnt dahin reisen und dahin reisen, um dort zu fischen und dort zu fischen, ne? Genau. Das ist schon ja ähnlich. Ich meine, gut, Fishing Planet setzt halt bisher jetzt auf die USA. Sie wollen aber auch noch Salzgewässer einführen, also Meere, Pazifik oder Atlantik, je nachdem. Ja, Dovetail Games Fishing hat bisher jetzt, sag ich mal, England hauptsächlich bei den Seen, weil es ist ja auch eine englische Firma und deswegen haben die jetzt United Kingdom. Ja, wie gesagt, es ist auch, sind beide Spiele, finde ich, auch sehr unterschiedlich. Gerade beim Angeln an sich, jetzt auch mit dem Kescher bei Dovetail Games, oder halt auch allgemein, dass man ein bisschen anderes Feeling hat bei diesen beiden Spielen. Also, sie sind schon sehr unterschiedlich, muss ich so sagen. Also. Ja, aber wie gesagt, man muss beiden Spielen wirklich die Chance geben, sich richtig zu entwickeln, zu verfallen. Wir spielen ja so oder so beide, uns ist es ja sowieso gleich, denn beide Spiele machen auf ihre Art und Weise Spaß. Wobei jetzt gestern gut für mich der erste Dämpfer kam jetzt, limitierte FPS und so weiter und so fort, dann klappt das und das nicht. Aber umso überraschter war ich, als ich heute wieder definitiv gehört habe, dass jetzt wirklich schon am Montag ein Patch kommt und die Entwickler gesagt haben, wir lassen uns alles einfallen, alles Mögliche, um euch einen Chat im Spiel zu implementieren, ne? Nochmal ein kleiner Hinweis, wir haben jetzt die Zeit soweit erreicht. Ich würde sagen, wir holen jetzt noch die Angel ein und dann hören wir gemeinsam auf, würde ich sagen, ne? Dann machen wir das. Gut, ich sagte jetzt, wenn ich meine Angel jetzt wieder reingeholt habe, weil ich habe mich gerade in dem Moment rausgeschmissen. Ja, ich hab's auch gerade noch draußen. Ich hole sie auch gerade ein. Also würde ich sagen, jetzt, wenn wir die Angel reingeholt haben, dann machen wir Ende mit der ersten Genau, Folge. dann, genau. Wichtig für euch, meine Freunde, ist ganz klar, wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, ja, schreibt bitte in den Kommentaren I Love Fishing Planet. Zusätzlich schreibt ihr die Antwort der Unique-Fische. Wichtig, meine Freunde, nicht die ganzen Fische zählen, sondern wirklich nur die Unique-Fische. Und nicht nur vom Frank, sondern auch von meinem Kanal und meine User von meinem Kanal bitte auch beim Frank die Fische zählen gehen. Ja, wir möchten insgesamt die Unique-Fische haben, die gefangen worden sind jetzt innerhalb der 4 Folgen. Und wie gesagt, dann bitte an fp-gewinnspiel@uni.de, aber wir blenden euch das immer in jeder Folge ein. Das werden wir auf jeden Fall machen. So, ich habe meinen Angel drin. Ich Dann auch. würde ich mal vorher sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr natürlich im zweiten Teil auch dabei seid, um den Season Pass für Trials Fusion zu gewinnen. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, tschüss, ciao und bye-bye. Und das letzte Wort hat Frank. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass wir auch mal eine kleine Zusammenfassung gemacht haben. Und dann würde ich sagen, alles Weitere klären wir dann in der nächsten Folge. Und dann tschüss, bis demnächst.